Hallo und willkommen zurück zu Die Gilde. So, wir haben 8 AP. Da schauen wir mal gleich in unser Bürgerhaus rein, ob wir in dieser Runde, in dieser Folge, na oder in diesem Jahr noch einmal unseren Meistergrad verbessern können. Einer Schauen wir eurer mal. Konkurrenten hat ein neues Gebäude errichtet. Feuer! In der Stadt brennt es! Winter, also Feuer! dies ja In noch der Stadt nicht. brennt es! Verhandlungsgeschick können wir mal verbessern. Man spielt euch übel mit. So, Gebäude wurde Einer eurer errichtet. Konkurrenten hat ein neues Gebäude errichtet. Gut. Man flößt uns Furcht ein. Ein Gebäude wurde errichtet. So, und dann werden wir hier überfallen. Bauen können wir dann nicht mehr. Ist da eventuell unser Karren auf dem Marktplatz? Ich denke mal, dass er das ist. Genau, das ist er auch. Holz und Eisen. Ohne jetzt auf den Preis zu achten, verkaufe ich die jetzt. Denn ich denke mal, der wird wohl gut gewesen sein. Wie sieht's denn hier aus? Okay, das passt hier alles. Rohstoffe. In einem eurer Gut, Schmiedebetriebe kaufen wir fehlen hier. Rohstoffe. Mal auf die In einem Schnelle. eurer Schmiedebetriebe fehlen Rohstoffe. Vermutlich wieder Eisen, denn jetzt kam ja die Meldung In einem dreifach. eurer Schmiedebetriebe fehlen Vierfach sogar. Rohstoffe. Das kann nur Eisen sein. In einem eurer Schmiedebetriebe Ja, fehlen es ist Rohstoffe. Eisen. Gott sei gepriesen, die Feuersbrunst konnte gebannt werden. Mögen wir zukünftig vom Feuer verschont bleiben. Ja gut, Eisen benötigen wir eben für nahezu alles. Nur hier für die Goldketten nicht. Aber die stellen wir nicht her. So, der Karren ist schon da. Dann können wir den auch mal schnell entladen. Ach genau, wir hatten ja einen zweiten Karren. Das hatte ich schon ganz vergessen. Und wir sind Richter geworden. So, wir schicken mal den Karren zur Mine. Ja. Wir sind der Richter geworden, genau. Und eigentlich, denke ich mal, wird am Ende des Jahres das Spiel gewonnen sein. Aber ich glaube, wir können danach ja noch ein bisschen weiterspielen. Und ja, vielleicht spielen wir ja nochmal eine komplette Folge zu Ende. In einem eurer Schmiedebetriebe fehlen Rohstoffe. Okay, schon wieder. In einem eurer Schmiedebetriebe fehlen Schicken Rohstoffe. wir den hier auch nochmal. Moment. In einem eurer Mit der einen Schmiedebetriebe Kette. fehlen Rohstoffe. Na gut, die In Gürtel lassen wir einem noch eurer hier. Schmiedebetriebe fehlen Rohstoffe. Das nehmen wir auch noch mit. Und ab zum. Oh ja, hier sind wieder gefährliche Gesellen unterwegs, sage ich mal. Na, hier. So. Anklicken und Ja, gut. zum Marktplatz. So, für was? Schon wieder Eisen, das hier fehlt. Ja, tatsächlich. So, der Pferdekarren ist ja schon hier hinten. Da ist er gerade. Hurra und euch alles Gute. Ihr habt euch im Talent verhandeln durch die Lektüre des Buchs Das Kapital und nicht zu knapp noch mehr perfektioniert. Ja, sehr Ihr gut. seid einfach brillant. Wunderbar. Einer So, eurer dann Umlandstransporte hat eine Mine nehme erreicht. ich mal Beschläge mit. Man spielt euch Und übel den mit. Gehstock kaufen wir hier für uns. Wir schicken den Karren dann noch nicht weg. Wir schauen erstmal, was wir hier hinten im Umlands, bei unserem Umlandstransport hier einstellen können, was wir mal in der Mine kaufen können. So, nämlich wenig Eisen. Kein Silber, dafür aber Gold. Na gut, dann müssen wir wohl auch den hier einer Eskorte versehen. Und dann zur Jau. Goldschmiede schicken. So, und auf dem Markt kaufen wir dann Eisen ein. Ist ärgerlich, dass wir es da kaufen müssen. Und auch das Silber müssen wir hier kaufen. So, dann müssen wir mal schauen, was haben wir denn da eingestellt in der Schmiede, was da alles hergestellt wird. Ich glaube, ja, Amadeus, der stellt Beschläge her, den können wir da mal wegziehen. Und zu den Gürteln. Genau, der kann zu den Gürteln. Klasse, endlich wieder Arbeit. Genau. So, der stellt Rapiere her, der stellt Gürtel her und der andere stellt die Silberketten her. Das passt. Danke für die Information. Karren entladen. Gerade das Eisen ist wieder wichtig. So, andere Karren müsste auch bald kommen. Ist auf dem Weg. Wir schauen mal hier nach. Haben wir. Oh ja, da wär, hätten wir uns gerade. Ah, hier. Hier dicht kaufen. Vielleicht sogar zweimal. Und hier. Ah, über Talente war gerade wieder weg.
Bei den Rohstoffen, naja, sieht es noch nicht allzu gut aus. Talentstufe, ja, das wussten wir. Achso, ich muss auf Weiterklicken, genau. Und jemand flößt uns Furcht ein. Ja, toll. Gut. Wir können mal schauen, unsere Berufe. Das wird das. Okay, wir sind der Meisterschmied und Leutnant. Genau, unser Haus müsste ja jetzt eigentlich auch mal bald fertig werden. Unsere Wachstube, die wir da noch errichten lassen. So, noch ein bisschen Gold entladen. Dann schicken wir den Karren hier nochmal zur Mine. Ihr seid der Meister. Das Gebäude eines genau. Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Okay, gut. Erweitern können wir hier nichts mehr. Dann wäre noch, genau, wir können ja nochmal unser Talent Kampf verbessern. Das war im Salon, denke ich doch. Ah, da brauchen wir 4 AP für. Im Hinterzimmer. Da könnten wir bei Nacht und Nebel verbessern. Sabotage wollen wir nicht, bestechen wollen wir nicht. Wir wollen bei Nacht und Nebel trainieren. Ja, das können wir mal machen. Da sind die 2 AP dann auch weg. So, und jetzt Amtsübersicht. So, Stadtrat. Richter Matexus. Sehr gut. Gedicht benutzen für die Bürgermeisterin. So, und dann bräuchten wir, das ist hier für den Stadtrat, die Silberkette. Sollten wir vielleicht nochmal in den Salon gehen und nochmal ein Fest geben. Wildbret und die erlesensten Weine. Hört, hört! Die So. Kirchturmuhr hat 8 geschlagen. Damit die uns hier nicht absetzen wollen. Seid Jemand so nett. besticht euch. Ihr habt soeben ein neues Oh, Gebäude sehr errichtet. gut. 1500. Einer eurer Umlandstransporte hat eine Mine erreicht. Okay, gehen wir auch dahin. Naja, okay. Hier gibt's nicht viel zu holen. Und dann fahren wir mit dem Karren zum Markt. Schade eigentlich, dass hier nicht so viel zu holen ist. So, eins unserer Gebäude wurde fertiggestellt. Na gut, das ist natürlich jetzt kurz vor Feierabend. Müssen wir uns erstmal einfinden. Umland patrouillieren. Naja gut, ja, jetzt ist eh Zeit nach Hause zu gehen. Und wir haben 2200 Barvermögen. Okay. Gehen wir mal ins nächste Jahr. Und eine Sitzung findet statt. Der Stadtrat befindet jetzt so über die Neubesetzung dieses Amtspostens. Es gibt 4 Bewerber. So, da wähle ich doch mal Freifrau Clara Lau. Oh, der ist auf meiner Seite hier. Also entscheidet sich auch für die gleiche Frau. Sehr gut. Die Sind wir uns Wahl doch mal ist einig. entschieden. Sehr gut, wir wurden nicht abgesetzt. Aber gut, war ja auch gar nicht, stand ja auch gar nicht zur Debatte. Wir haben von 8 bis 20 Uhr unsere Angestellten zur Verfügung. Runden-AP ist 4, genau. Plus 1 für den 6. Meistergrad des Meisterschmieds. Für den Gehstock nochmal 1 und für unser Haus, also 7 AP diese Runde. Ah, seht nur, ihr habt euer nun Verständnis. Das war genau. Vielen Dank für die Einladung zu eurer Festlichkeit. Gerne nehme ich teil, sagt der Kämmerer Schnitzer. Gerne nehme ich diese an und freue mich schon auf das Ereignis, sagt der Pachtmeister. Und der Baumeister ebenfalls und die Bürgermeisterin nimmt auch teil. Ein Angestellter ist verstorben. Prinzessin der Diebe eingesetzt, okay. So, gut. Also müssen wir hier wieder jemanden einstellen. Na, hier Personalbuch, da ist einer unserer ältesten Gesellen. Ne, Moment, der war gar nicht so alt, kann das sein? Ich weiß gar nicht genau. Suchen wir auf jeden Fall mal nach einem Schmiedelehrling. So, der Karren ist auf dem Markt angekommen. Ja, hier können wir nochmal Rohstoffe Neuer kaufen. Arbeiter kommt zu euch. Ich denke mal, Eisen und Silber benötigen wir vor allem. Noch ein bisschen Eisen dazu kaufen, genau. Und Silber. Das Gold können wir hier verkaufen und nehmen dafür ein paar Beschläge mit. 6 Stück. Ziel ist dann hier unsere Goldschmiede.
Gut, ja, Rapier. Trefferchance. Ich glaube, wir nehmen mal ein Rapier mit. Im Moment, das können wir ja selbst herstellen. Großschwert. Ja, ich glaube, wir bewaffnen uns bald mal. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Das wäre eine Idee. So, wir haben einen neuen Arbeiter. Danke, schnell dahin. Ernst. So, wir haben einen für die Gürtel, einen für die Schwerter oder für die Rapiere und einen für die Ketten. Also möge er doch bitte noch bei den Gürteln mitmachen. Okay. Das sieht gut aus. Der ist hier angekommen in der Schmiede. Können wir also entladen. Damit entladen. Ja. So, das alles aufladen. Oh, 620 für die Ketten. Schon ein stolzer Preis. Und auch für die Rapiere ist der Preis, glaube ich, nicht ganz so gut. Einen stecken wir mal ein. Krieg ich gar nicht in die Tasche. Wahrscheinlich, weil wir kein Kampftalent haben. Ja, der Preis sieht gut aus. Gut, fahren wir damit gleich mal zum Markt. Ihr seid der Meister. Genau. So, jetzt gehen wir mal die Nachrichten durch. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Gedichtslesung, da gehen wir auch mal hin. Man flößt uns Furcht ein. Eine Nachricht trifft euch wie ein Schlag. Dieben ist es gelungen, 10% der Warenbestände eurer Goldschmiede zum Roheisen zu stehlen. Das an hellen Tagen. Ja, natürlich. Inventarbeutel, das Schutzkreuz hat seine Wirkung verloren. Wir gehen erstmal zum Baden. Ja, ich liebe Gedichte. Das lese ich jetzt nicht. Nach dem Vortrag fühlt ihr euch zufrieden. Na toll. So, wir gehen jetzt mal hier in unser Wachhaus. So, hier müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich war noch nie Mannschaftsraum betreten. Ich glaube, ich war noch nie hier Gardist. Oh. So, mal schauen, wie geht denn das hier? Nacht und Nebel trainieren lassen? Ja gut, dazu brauchen wir vermutlich erstmal Personal. Wachzimmer betreten. Stellen wir denn das Personal ein? Nicht hier. Gehen wir mal in das Wachzimmer. Meisterbrief. Naja, da können wir wahrscheinlich jemand anderen unsere Arbeit machen lassen. Streife. Streife kann man. Ja. Haben keine Söldner. Ah ja, Personalbuch. Nach einem Stadtschergen suchen. Nach einem Stadtschergen suchen. Stadtschergen suchen und nach einem Stadtschergen suchen. Lohnniveau auf 110. So, ein Pamphlet wieder uns. Das müssen wir gleich mal abhängen. Transport ist angekommen. Da müssen wir schnell hin. So, und hier schnell unsere Waren verkaufen. Holz und Eisen. Preis war vorhin okay. Deswegen verkaufe ich alles mal ganz schnell. Rohstoffe, vor allem Eisen und Silber. Ja, noch mehr Eisen. Was war jetzt gerade mit dem Silber? Wird mir nicht verkauft oder wurde wieder gekauft und... Naja, egal. Schläge nehmen wir auch noch ein paar mit. Das Ziel sei wieder unsere Schmiede. Ach, wir können keine Arbeiter. Wir konnten keine Arbeiter anstellen. Gut, jetzt haben wir aber genug Geld. Und können erstmal Stadtschergen einstellen. Werden noch. Genau, da kommt schon einer. Okay, der möge dann auf Streife gehen. Joachim, auf Streife hier. Wollt ihr eure Söldner auf einen Wachgang entsenden? Ja. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Eure Anweisung? Beide bitte. Ihr zur Goldschmiede. Nun gut. Gut. Transport ist angekommen in der Schmiede. Dann gehen wir nochmal eben hin. Entladen hier die Waren. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Jo. Da entladen. Da entladen. Und da entladen. Ich glaube doch, hier läuft alles. Genau, hier läuft alles.
Und jetzt nochmal wieder ins Wachhaus rein. Man spielt euch Streife. übel mit. Puh. Ja, hier bitte. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Zum Marktplatz. Und auch der andere. Der dann bitte. Naja, hier bei unserem Haus. So, und ich glaube, im Mannschaftsraum kann man die trainieren lassen, kann das sein? Trainieren und heilen. So, Ah, okay, entweder die gehen trainieren oder die gehen auf Streife. Na gut, unser Fest war super. Okay, sehr schön. So, müssen wir mal schauen. Nacht und Nebel trainieren lassen. Na, irgendwie. Ich denke mal, da muss ich die Namen reinziehen, aber die sind jetzt gerade. Erstmal haben die Feierabend. Und zweitens. Muss man die wahrscheinlich reinziehen. Wie beim Herstellen von Waren. Ja, wunderbar. Oh, Ratssitz. Wir haben schon ein schönes Gebäude hier. Hier sind ja Richter. Genau. Was haben wir denn eigentlich für... Oh, Moment, wir haben... Nee, Moment, der Tag fängt ja gerade erst an. Wir sollten hier nochmal unbedingt... Konnte ein Verbrechen verhindern. Winter. Man spielt euch übel mit. Verhandeln wir nochmal ein bisschen besser. So, wir konnten Verbrechen verhindern. 174, sehr gut. Hat seine Wirkung verloren. Gut. Okay. Na, das funktioniert ja ganz gut. Stadtrat, hier bei der Bürgermeisterin. Oh, was? Der Tag ist schon vorbei? Ja, das ging aber schnell. Da ist ja gar nicht viel passiert jetzt in dieser Runde. Okay, dann nochmal weiter. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Tag. Ja. So, aber unsere Aufgabe war doch, dass wir... Gerichtstermin. Dass wir Richter werden. Warum? Ich hab einen Gerichtstermin. Aha, aha, aha. Okay. Verhör vornehmen. Prozess. Angeklagten verhören wir mal. Ja, ich will die Wahrheit hören. Ihr zerrt Hofrätin Leonore Moss zu einem Verhör. Nach einiger Zeit, die Leonore immerhin 3 AP kostet, seid ihr zwar nicht schlauer, aber zufriedener. Leonores 3 AP sind weg. Hehe. Gut. Das können wir also machen. Sehr schön. Nochmal auf Streife und dafür Geld bekommen. Das Geld, welches ihr in die Überwachung von Osfried Grafenschräg investiert habt, ist aufgebraucht. Können wir da jemanden anklagen? Nein, nicht Spionage, sondern Beweise sichten. Diebstahl, okay. Wollen Man wir die Frau auch mal anklagen? Übel mit. Na? So, anklagen. Moment. Können wir niemanden anklagen? Ein von euch benutzter Gegenstand hat seine nee, Wirkung können wir nicht. Verloren. Wir werden verhört. Das kostet uns 3 AP. Unsere Streifen kommen wieder. Schauen wir mal in das Sachhaus rein. Regeneration im Moment. Schützt die Stadt. Der möge doch. Ja, kann er nicht Kampf trainieren? Wie ihr wünscht. Dann bei Nacht und Nebel. Er auch. Es ist euch nunmehr gestattet, so, jetzt kann man noch bestimmt des Vogts durch hartes Training einen besseren Meistergrad als Gardist zu erlangen. Das Gebäude erweitern, genau. So, dann bauen wir das nochmal an. Einfriedung, Stolperseil. Okay. Sehr gut. So, neun. Meistergrad können wir erlangen, wenn wir wollen, für 4 AP. Gut, dafür haben wir gerade keine AP. Wir haben nur 1 AP. Danke für die Information, ja, und ein Wunder geschieht. Erzbischof Dankmar Schlotterbeck wirkt ein Wunder. Über Dirk Schwankmanns Bürgerhaus Stein und Arbeit regnet es plötzlich Münzen. Oh, Moment, da war ja noch dieses Pamphlet wieder uns. Müssen wir mal schnell... eine Kette kaufen, die es gerade nicht gibt.
Oh. Na gut. Eine Ja, ich denke mal, das Erweiterung wird bald in einem wiederkommen. eurer Gebäude wurde hinzugefügt. So, jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, unseren Wagen hier mal hier Eine loszuschicken. Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Oh, und Silberketten können Eine wir mal mitnehmen. Erweiterung an einem eurer Gebäude ist Und fertiggestellt. auch Rapiere. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Ah ja, da gibt es wieder Gedichte. Kaufen wir noch eins dazu. Wir schauen nochmal beim Holz. Nein, hier gibt es immer noch nichts. Wir benutzen eins der Gedichte. Bei der Zollmeisterin. Damit die uns ein bisschen mag. Fachhaus schnell geschnappt. So, irgendwo muss man doch hier. Ah, jetzt können wir hier Kampf trainieren. Das mögen dann die Eine beiden hier mal Erweiterung machen. in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Ah, okay, man kann nur drei trainieren. Machen wir das? Den vierten schicken wir auf Streife. So, trainiert, trainiert, trainiert. Okay, und er trainiert nicht. Also er bitte auf Streife. Naja. Hier, bei der Diebesgilde. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Aber kann man die auch ausrüsten? Oh, der ist. Nee, das ist nur seine Zufriedenheit. Kann man die hier nicht irgendwie noch. Man kann auch im Umland patrouillieren. Nee, das will ich nicht. Ich will mal sehen, kann man die hier nicht irgendwie ausrüsten? Moment, wir haben hier unterschiedliche Räume. Ah, lass uns hier den noch ausbauen. Den Teil. Personalbuch. Zahlen wir jedem mal eine Prämie. So. Und im Nachbarraum, da haben wir doch jetzt Erweiterungen geschaffen. Dann können wir ja auch den Schnapsvorrat noch einbauen. Und der bringt Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. verbesserte Kampffähigkeit oder Fertigkeit. Das Super. Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Ja, Mögen die beiden eure doch bitte Anweisungen. Kampf Ich trainieren. erledige das. Das ist hier Nacht und Nebel und das ist Kampf. Okay. In Gebäude einem wurde eurer aufgewertet. Schmiedebetriebe fehlen Ah, Rohstoffe. ganz schnell. In einem eurer Rohstoffe Schmiedebetriebe fehlen kaufen. Rohstoffe. Ah, ja, das ist, wenn man so In viele einem eurer Betriebe auf einmal hat. Schmiedebetriebe fehlen Rohstoffe. Schläge kaufen und dann Rohstoffe kaufen. Vor allem Eisen. Auch wieder Silber. Das bisschen, das sie da haben. Ja, nochmal Eisen. Einfache Eskorte und Jau. zur Goldschmiede. So, und den anderen Karren schicken wir dann auch mal zur Mine. Da hinten. Ja. Okay. Gut, so, und ich sehe auf die Uhr. Jetzt ist Feierabend. Und ich denke mal, wir machen auch Feierabend mit dieser Runde. Das. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Genau, und das am Ende der Folge. Also eigentlich mehr im kommenden Jahr. Einer Nach eurer der. Ja, genau, Umlandstransporte den werden wir wurde dann in eine der nächsten Mine Runde erreicht. abhandeln. Gut. Da kommt jetzt bestimmt noch eine Sitzung. Das Training eines Nein, eurer kommt nicht. Schergen ist abgeschlossen. Gut, dann machen wir jetzt eine Pause. Ich hoffe, es Das hat euch Training gefallen. eines eurer Schergen Vielen Dank fürs ist Zuschauen und abgeschlossen. bis demnächst. Tschüss! Eine Erweiterung in